Naja, fangt einfach mal an. Das ist immer der Satz, den ich allen sage. Fangt doch einfach mal an. Man kann sich mit Menschen solidarisieren, man kann auf Toleranzfeste gehen, man kann durch Kleidung, durch Symbole, durch eigene Sprache ausdrücken, dass man damit nicht einverstanden ist. Man kann sich an Demonstrationen beteiligen. Und wenn ein gefährlicher Moment ist, kann man immer noch das Handy hochhalten und die Polizei rufen. Nur eins ist nicht erlaubt, schweigend in der Ecke stehen und warten, dass es vorbei ist. Das ist nicht vorbei. Ich bin dafür, dass wir eine große, bunte Gesellschaft sind, in der die Menschen tatsächlich ihre Meinung äußern, in der sie sie laut machen und in der jeder seine Möglichkeiten hat. Natürlich soll niemand sich in Gefahr bringen und mit einem hochbewaffneten Schläger aus der rechtsextremen Szene erst einen körperlichen Clinch anfangen. Das ist ja dummes Zeug. Aber man kann auch aus sicherer Entfernung das Handy hochhalten und sagen: Ich filme dich jetzt. Du wirst gefilmt und das geht direkt an die Polizei. Egal wie, ich habe selber erlebt, dass den Opfern geholfen werden kann, wenn man zum Beispiel das Handy hochhält. Ich habe das in der S-Bahn in Berlin selber praktiziert und war erstaunt, wie schnell der Täter verschwunden ist, weil er das Risiko viel zu groß wurde. Aber fast alle in dieser Bahn haben nichts gemacht. Die waren wie gelähmt. Und dagegen gehe ich vor. Die Lähmung muss überwunden werden und das kann man trainieren. Also bitte, lass uns voranfangen.